Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Wir laufen Hojo hinterher, dem Chef der Wissenschaft oder der Forschungsabteilung. Ein unglaublich unsympathischer Mensch. Aber der kichert da. Erst einmal werde ich. Nein, ich sollte doch lieber. Nanu? Obwohl. Was murmelt? Ich doch lieber das? Wo murmelt der denn hier so rum? Der komische Dude? Egal. Diese Kiste gehört erstmal mir. So. Und dann können wir noch mal ein bisschen gucken. Nix. Da steht er. Hoppla. Jetzt war ich schon wieder ganz in Gedanken versunken. Hä? Stehen bleiben. Ha? Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Ihr seid sicher von dieser, wie hieß die noch, diese Terrorgruppe? In diesem Fall, ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hätte gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also... Natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Oh. Gnade. Gibt es nicht. Nanü? Oh, Kusulu! Nein, der sieht keineswegs nett aus. Erstmal das kleine Viech hier. Au! Hey! Erstmal hier ein bisschen die Kleinen wegnocken. Nur damit wir... Jetzt erstmal Fertigkeit und Analyse. Nein, fuck! Ich weiß nicht, ob ich das auf den richtigen gemacht habe. Doch, auf den richtigen. Perfekt. Leichte Resistenz, Blitz, das ist gut. Upsa, was war das denn? Oh, ah, oh. Ich hätte die ganze Zeit mal eine Legende aufrufen können. Okay. Eine künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung. Der sieht mir nicht sehr chemisch aus. Hochgradig anpassungsfähig, kann sich inmitten eines Kampfes weiterentwickeln und zeigt zudem außergewöhnliche Kräfte. Und Regenerationsblubber. Ach, ich kann wirklich alle inspizieren. Ist ja mal interessant, gut zu wissen. Jetzt kommt das auch zu spät. So, das war der Große. Keine taktischen Informationen verfügbar. Meh. Aber wie sieht es mit seinen Lebenspunkten aus? 23.000. Das ist doch mal was Gutes. So. Schluss mit lustig. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen... Au. Hey. Ich war auch nicht anzugrabbeln. Ich mag das nicht. Tiefer kann schon mal Magie wirken. Mach mal hier Feuer auf das Fette. Oh, auf die linke Hand, das wäre super. Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, dass der damit irgendwas Hässliches macht. So,
Magie auch Feuer ruhig weiter auf die linke Hand. Der Kleine interessiert mich nicht. Die Kleinen interessieren mich nicht. Irgendwie überhaupt nicht. Nebenbei war das im alten Teil nämlich auch so. Die Kleinen konnte ja immer wieder. Fuck. Immer wieder nachspawnen lassen. Hat er hier auch Feuer? Ne, der hat kein Feuer. Aber wir könnten versuchen, mit Biora auf das Viech einzudotzen. Während wir ihn weiter mit Feuer auf seine linke Hand hauen. Ach, der ist immun gegen Bio, wie hässlich. So, Cloud hat wieder. Tiefe hat aber auch. Dann ab auf den Prototypen. Cloud, auch dein Feuer nochmal ruhig mit Feuer auf den dicken. Yeah. Kommt der auf einmal an. Ih, was macht der jetzt? Sehr gut. Noch mehr von den Freunden. Das macht mir aber überhaupt nichts. Denn wir wollen ihn hier haben. Damn. Maggi. Okay, Folger will nicht mehr. Dann weiter geht's ab auf seine linke Hand. Irgendwie mag ich sein Händchen nicht. Ist das notwendig? I don't know. Limit Break ist ab. Aber es wird lieber Zeit, dass Barret auf Cloud Vitra castet. Damit Cloud jetzt nämlich auch mal den Limit Break machen kann. Ich glaube, das macht er mal auf ihn direkt. Ja, das sah gut aus. So, Beschwörung ist offen. Dann wollen wir mal Ifrit beschwören. Warum eigentlich nicht? So, dann kann nämlich Barret auch gleich nochmal ein bisschen Pulver machen. Esper-Fertigkeit. Flammensturz. Wir bleiben drauf, einfach auf der linken Hand. Und was jetzt? Der absorbiert Sachen. Ist ja widerlich. Nein, tiefer. Du brauchst noch mal ein bisschen. Kannst ruhig noch mal ein bisschen Feuer machen. Und ich denke mal, ich werde mal Selbstzerstörung. Weg da! Nein, 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 weg da, weg da, weg da, weg da. Mist. Uncool. Cloud. Nee, gibt sich mal eben mal schnell selber einen Ether. Während Tifa nochmal ein bisschen Feuer auf die linke Hand castet. Barret ist dran. Der kann nochmal eine Esper-Fähigkeit, und zwar ruhig Flammensturz, auf den Prototypen jagen. Ja, Mist, voll reingelaufen. Okay, das sieht nicht mehr gut aus hier gerade. Jetzt brauchen wir mal unbedingt. Ach, egal. Folger auf den Großen. Und Schock. Und, oh geil, Limit Break ist offen. Dann wollen wir mal. Der jetzt sicherlich schon massiv Alarm geschlagen hat. Ganz tolle Idee. Ihr seid ja richtig gut unterwegs. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal ein paar Tränke nehmen. Sicher ist sicher. Wer weiß, was hier gleich noch so alles abgeht.
Oh, auch nochmal ein paar Äther. Zumindest so ein. Na gut, nee, lieber nochmal einen zweiten hinterher. Schön. Alles für die Katz, hier ist eine Bank. Schön. Aber so konnten wir mal sehen, wie man Tränke nutzt oder Gegenstände. Juhu. Okay, Fahrstuhl hinauf. Kommt mir mal nicht so, denn ich habe eine volle Idee mit euch. Magie, Feuer, auch ihr steht so schön beieinander. Damit. Wollte eigentlich noch verteidigen. Komm, warum eigentlich nicht? Dumm gelaufen, Junge. Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Diese Augen. Du bist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Idee. Was seid ihr für Leute? Ich weiß nicht, ob die... Ich mach's mal so wie sonst auch, eine Analyse auf den Panzergardisten, in der Hoffnung zu gucken. Aha, also doch Blitz. Ich hätte jetzt echt tatsächlich Blitz getippt. Na dann. So. Magie. Wir hauen hier mal ruhig die richtig harten Geschütze raus. Run! Au! Was war das für eine Explosion? Kommt auf einmal so ein Gardist angeflitzt.
Stahlgardist. Sehr interessant. Na komm. Wir machen einfach sowas ähnliches nochmal. Tifa hat auch nochmal. Ach nee, Barret hat Blitz. Na, gib ihm. Aeris, alles okay? Ja, danke, bin ich froh. Verschwinden wir. Was war denn das bitte? Los! Aeris! Was jetzt? Ihr nach. Das würde ich auch sagen. Aber ich gucke trotzdem noch mal ein bisschen nach links und rechts. Wer weiß, was wir hier so Schönes finden. Man weiß ja nie. Ach Mensch, hier ein paar Pflanzen. Wundervoll. Na gut. Scheinbar gibt es hier nichts. Moment. Schade. Ursprünglich war hier eigentlich nochmal eine weitere Materia. Also zumindest im alten Final Fantasy. Von da bin ich gekommen. Also da müssen wir nicht lang. Da stehen die anderen beiden. Moment, haben wir hier hinten irgendwas? Nee, nix. Irgendwas kaputt ist. Schade. Dann wollen wir halt hier lang. Ist der Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Echt? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Nanu, verstimmt mit der... Klaut nicht. Der halluziniert hier mal irgendwie mega rum. Mutter, ich bin gekommen. Mutter, lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Mutter, sie sind wieder hier.
Was zum? Hey, Reno. Wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Schön. Eine Wandmalerei. Das sieht sogar gar nicht mal schlecht aus. Wollen wir uns nicht so etwas auch anschaffen? Nein. Das ist kein Pferd. Achso, doch, da unten ist ein Pferd. Okay, hab nichts gesagt. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Nein, ich möchte nicht schlafen. Ich möchte hier looten. Metallstab. Yay. Fühlst du... Wir können nämlich jetzt Ausrüstung Materie. Wir können jetzt nämlich sicherlich die gute Arisma vernünftig ausstatten. Mit einem... Das ist ja ekelhaft. Nee, sie bleibt beim Mithrilstab. Weil ich meine, es war toll, dass das hier irgendwie... Dass an der Stelle irgendwie versucht wird, ihren Nahkampfschaden beizubringen. Aber nee... Eris und Nahkampf, ich bitte euch. Dann gehen wir hier mal lieber die Materie durch. Sie könnte zum Beispiel... Oh. Wir haben gar nicht so viel davon. Sie könnte zumindest ein bisschen Unterstützungskram mitnehmen. Aber irgendwie... Ja, nimmt sie Feindeskönnen, was soll's. Und noch Frost. Hauptsache, sie hat irgendwas und wir lassen die... wir lassen die Punkte nicht so im Nichts liegen. Wobei ihr eigentlich so etwas wie...
Moment, habe ich Frost schon gegeben? Heilen Frost, ja. Ja, Schaden ist zwar eigentlich nicht so ihrs, aber egal, wir machen es einfach. Hauptsache, sie hat ein paar Bonis. So. Besser? Sonst leg dich lieber hin. Erstmal mit Eris reden. Hallo. Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Stimmt, Blechwalze, du hast recht. Der Stab ist noch auf Stufe 1. Moment, dann muss ich nochmal... Nein, lassen wir erstmal Eris reden. Und dann pumpen wir den auf. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Eris, es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barret! Naja, also ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra, wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Eris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn, wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Eris. Selbst wenn das Marco da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen? Ha! Diese gierigen Raffzähne. Cloud, du wirst Eris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barret, es ist nicht, wie du denkst. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Des Planeten, von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Eris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wisst ihr? Eris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Eris, was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Moiren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren.
Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Na super. Dieses Fernsehprogramm mag ich. Keine Propaganda und einfach nur Schnee. Ich spare mir die Kommentare von dieser Szene für das Ending auf. Ich spare es mir einfach auf. Ich mache mal eine kleine Pause.